Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir legen auch gleich los. Und zwar heute, liebe Freunde, bauen wir eine Station. Zumindest versuche ich das. Ich sehe gerade, uns fehlt es an Blei. Aber das kann sein, dass es draußen irgendwo liegt. Nur mal das Kupfererz noch rein. Gold, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Lassen wir das mal hier. Das auch. Das brauchen wir jetzt alles nicht. Quarz vielleicht noch. So. Okay, runter. Schauen wir mal in unseren Behälter. Da könnte nämlich unser Blei sein. Jawohl. So, schauen wir einfach mal. So, wir haben unser Konstruktionstool. Wir brauchen natürlich erstmal ein Fundament. Dieses Fundament ist das Basisfundament aller Dinge hier in diesem tollen Spiel. Kann man nicht weit. Da muss man. Könnte man nicht früher tiefer bauen? Warte mal. Ah ja, hier so. Ich denke mal, der macht dann die Beine wahrscheinlich nach unten. Ich weiß es nicht. Ah ja, genau. Okay. Aha. Oh, das haben sie schön gemacht. Okay, mit Q kann man es auch wieder entfernen. So, jetzt brauchen wir natürlich einen Eingang oder sowas. Innenbude. Mehrzweckraum, Scannerraum. Also es ist ja so, ne? So ein Ding benötigt dann immer mehr Verstärkungen, sonst geht es irgendwann kaputt. Das ja alles mit, das können wir vielleicht alles gleich brauchen. Schau mal, die Fische mögen das scheinbar schon mal. Nein, nicht. Nicht kaputt machen. So. Vertikale, senkrechtes. Hier haben wir eine Luke. Benötigen wir ja wahrscheinlich hier. Müssen wir hier so ein typisches Standardrohr. Dann Oxygen. Oh, muss ich in die Luft gehen. Das ist cool, dass man jetzt schon mal vorne rein planen kann. Also schon mal von vorher planen kann. Mehrzweckraum. Ach, geht das noch nicht? Kann ich. Bestandteil. Aha, unbekannt. Bietet Zutritt. Stärkung. Sollen wir mal hier den Eingang? Ah, ich muss wahrscheinlich erstmal bauen. Genau. So. Dann machen wir unseren Eingang. Ah, das ist ja schön. Sollen wir mal hier? Mal den da. Da fehlen uns jetzt. Materialien. Und zwar Titan. Da benötigt man jetzt natürlich jede Menge Materialien für sowas, ne? Silbererz, Silbererz, Blei, Kupfererz. Mal ganz kurz gucken, aber ich glaube. So, da will ich nichts mehr haben. Da müssen wir tatsächlich sammeln gehen. Oh, Silber jetzt raus, Salzablagerung nehmen wir Oma raus. Quarz nehmen wir. Ne, warte mal, Quarz können wir mal drin lassen. Das wird's brauchen. So. Na dann. Gehen wir mal wieder auf Ressourcensuche. Eine schöne Quelle. Meint das man nicht früher mehr Aktionsleisten? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass sie sich reduziert haben.
Was mir auch einfällt, wir können ja auch Schrott sammeln. Wenn wir Schrott sammeln, das gibt immer ganz viel Titan. Ja, jeden gepflegt da hinten sterben. So. Ansonsten, wie gesagt, gehen wir mal ein bisschen schon wieder dieses Loch. Hier ist was. Das hat man früher, glaube ich, auch ein bisschen besser erkannt. Das haben sie ein bisschen verändert. Nee, ich will keine Eier. Ich muss gleich nach oben. Ach, das war so ein Sauerstoffding. Können wir meistens dann immer Sauerstoff sammeln. Zu dem Ding müssen wir demnächst auch mal. Das war ja das letzte Mal so auch so ein Wunsch von mir. Mal so ein Teil da reinzuschauen. Schrott. Gleich zwei so Kisten. Ja, da kommt man nicht dran. Signalbojen, was sagt denn? Gravitationsfallen? Ja, hier gab es ja was zum Lernen hier, Wahnsinn. Da ist noch eins. Bauplan für Gravitationsfallen. Sind da noch mehr so Kisten? Was ist denn hier los? Irgendwo noch eine da. Und da ist noch eine. Oh, jetzt ist unser Inventar voll. Ich kann kein Titan mehr mitnehmen. Das ist auch Seeglätter. Inventar voll. Jetzt haben wir aber ganz schön was gesammelt hier. Wahnsinn. Guck mal, ja, mit richtig bauen jetzt. Oh, warte mal. Hey! Wo willst du hin? What you doing? Please! Ich hab Durst! Nein! 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 Oh! Ich hab die Luft ganz vergessen! Der könnte mir aber wenigstens ein Warnsignal geben! Ich dachte schon, was ist denn jetzt? Warum wird's denn dunkel? Spiel ist vorbei oder was? Geschafft! Game over! Hover! Mann, da geht plötzlich das Licht aus! Ach, Inventar ist ja voll! Mein Gott, das hat mir jetzt aber hier fast also den letzten Nerv geraubt. Wow, wie sind wir so weit darüber gekommen hier, Wahnsinn. Da ist unsere Raumstation, Leute. Jetzt können wir rein, wir können ja mal reingehen. Wollen wir mal reingucken? Zack. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Wir haben ja noch keine Sauerstoff.
Dingsbums. So, wir brauchen Wasser. Komm her, Blasenfisch. Ja, warum kriege ich den nicht? Achso, Inventar ist voll. Machen wir erstmal ein Wasser, damit wir nicht ganz vertrocknen. Jetzt können wir hier Gravitationswellen. Verwenden künstliche Gravitation, um leichte Objekte und kleine Tiere anzuziehen. Ach was. Das ist ja cool. Haben wir hier was Neues? Nee. Das ist ja cool. Vital signs stabilizing. Warte, haben wir... Was benötigt man eine Batterie? Immer diese Batterien. Brauchen wir Säurepilz. Ohne Batterien geht echt gar nichts, gell? Ja, warte, dann machen wir hier jetzt mal schnell. Bauen wir das nächste Modul dran. Ist auch noch nicht was, aber... Machen wir das hier mal hin. So. Das ist schön. Direkt an der Base, da ist Batterie, ne? Ganz viel Batterie. Rein. Basteln uns eine Batterie. Da bin ich ja mal gespannt. Das wäre natürlich cool, wenn wir nicht mehr jagen müssen, sondern wir legen das Ding einfach dahin und dann zack, bumm. Bin ich ja mal gespannt. So. Das platziere ich jetzt einfach mal hier. Einfach mal hier so hin. So. Plop. Und jetzt? So, weil sammeln muss ich trotzdem noch Silber. Ich habe gedacht, es sammelt ein und dann ist alles da so drin in der Kiste da so. Hier drin. Inventar voll. Praktisch. Ich muss hier ein bisschen was ablegen. Kupfererz. Ich glaube, das reicht schon. So, aha. Und dann sammelt man das wieder ein und dann ist man glücklich oder so. Interessantes Spielzeug, auf jeden Fall. So. Kochen. Xauk hat Hunger. Sogar im echten Leben hat er jetzt Hunger. Achso.
weil das jetzt so ungewöhnlich ist, dass man hier lebend, also Sachen mit Gesicht isst. Das ist für die Zukunft wahrscheinlich total komisch. Man kriegt wahrscheinlich lauter so komisch raffiniertes Essen. This is Officer Keenan, Lightpod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Na gut. So, ich würde gerne was mit Glas bauen. Oh, haben noch Glas, Quarz. Mal gucken, ob wir was finden. Schon wieder in diesem Loch. Ach, schaut mal, da ist das Signal jetzt. Da könnten wir eigentlich... Bruno, lass uns doch mal da hingehen. Lass uns mal gucken. Oh, das ist aber weit. So weit reisen möchte. Stirb allein und einsam. Inventar schon wieder voll, das gibt's ja nicht. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, machen wir unsere Konstruktion fertig und dann fahren wir da vielleicht doch mal hin. Trinken haben wir jetzt auch besorgt. Dieser Mann ist sehr durstig. Ich weiß nicht. Das sieht aus wie 2 Liter, oder? Ne, 0,2, aber das sieht aus wie 2 Liter. So. Glas. So. Erstmal was trinken. Jetzt kann man natürlich auch hier so nach oben bauen. Das ist natürlich auch voll lustig. Und dann haben wir jetzt hier so eine T-Kreuzung. Nein. Wie kann man denn nach oben bauen? Außenelemente. Ah ja, wir brauchen ja jetzt auch mal hier so Sachen, ne? Zum Beispiel basisbefestigte Luftpumpe. So, jetzt brauchen wir dann Schläuche, die nach oben gehen. Leiter, verbindet 2 Stockwerke. Aha. Innenmodule, das kommt dann auch noch alles. Na gut. Dann würde ich sagen, fahren wir mal darüber und besorgen uns dann
Warte mal, schauen wir mal, dass wir noch vielleicht Inventar leer machen. So gut wie es geht. So. So, darüber müssen wir. Sind wir nicht da, wo das Schiff ist? Nee, okay. Aber das finde ich jetzt toll, dass sie das hier so mit dem Dings gemacht haben. Nee. 32% Energie, das ist aber auch nicht mehr so viel, ne? Das wird schon passen. Hier aufschneiden zum Betreten. Ja, wie geht denn das? Hm. Wahrscheinlich gibt es da einen speziellen Bunsenbrenner oder irgendwie sowas. Man auch Türen aufschneiden kann. Boah, die Dinger sind immer noch krass. So, wo wir weg? Welche Richtung müssen wir denn da hinten? Na, hier was? Gehen wir kurz nach oben. Oh, wir sind doch schon so weit unten. Ich habe eh die Befürchtung, dass das da hinten sehr tief ist. Ja, 300 Meter Tiefe. Das reicht doch gar nicht für uns, oder? Da kommen wir doch gar nicht hin. Da sollten wir vielleicht ein bisschen Energie sparen. Ziemlich nah hingehen. Ja, 22% haben wir noch. Aber trotzdem, das ist nicht mehr viel. Wir müssen ja runter und hoch kommen, aber das müsste eigentlich passen. So, holen wir mal Luft. Oh, das ist eine Insel! Das ist ja viel interessanter als das da unten. So, dann schwimmen wir mal runter. Ist klar, ne? Zur Insel hin wird's tiefer. Ist immer so. Oh, ich weiß gar nicht. Oh, cool, das müsste eigentlich reichen. Warum ist das? Was ist das? Lithium. Spezielle Ressourcen sind dazu nötig. Gehen wir mal rein. Da. Wir können uns nicht so lange hier unten aufhalten. Integrating new PDA data. New blueprint acquired. Oh! Schnell scan, 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 scan. So, wir müssen leider hoch. Das wird sowieso schon übelst knapp.
natürlich auch jetzt voll mega Lust, zur Insel zu fahren, ne? Ich finde das... Ich finde, wir sollten auf jeden Fall nachgucken. Ha, jetzt sind wir eh schon fast da. Boah, ich war noch nie auf einer Insel, Leute. Noch nie. Das ist für mich total neu. Ich habe gedacht, dieses Wasser besteht nur... Oh mein Gott, fester Boden. Man würde jetzt wahrscheinlich so voll baumeln und so. Picking up multiple energy signatures on the island's surface. Wo ist denn unser Messer für Notfall? Wahnsinn. Aber hier kann man gar nichts machen. Sowas kann man mitnehmen. Sowas kann man gebrauchen. Man weiß ja nie, wo man wieder hier mal auf einer Insel ist, ne? Das ist komisch. Hier so mit festen Füßen, also hier wirklich so hier zu laufen. Wir haben ja noch einen Scanner. Vielleicht sollten wir auch den Scanner benutzen. Was ist das? Ich hoffe, es greift uns nicht an. Ach, rennen können wir auch. Das ist ja schon jetzt cool, ne? Scannen wir erstmal, bevor wir es kaputt machen. Wer sind Sie? Ja, genau. Dann würde ich sagen, das Ding war eine schwimmende Insel oder so, kann das sein? Schon cool gemacht. Komme ich hier wieder raus? Hier. Ja, nicht schlecht. Das kam für mich unerwartet, aber ich muss sagen, ich bin zu einerseits total erstaunt. Andererseits total enttäuscht. Denn ich hatte, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr erwartet. Aber das ist ja nicht die letzte Insel. Wahrscheinlich gibt es da noch ganz viele verschiedene Inseln. Guck mal, da ist sogar noch eine Höhle. Okay. Was ist das? Fremder Bogen, dann zweckst du dieser Konstellation klar. Theorien zum Lernen, Realität, Beteiligung. Aha. Kann man von dem Zeug, was wir jetzt eingesammelt haben, eigentlich irgendwas essen? Angst, da reinzugehen. Bin hier mal gespannt, ob man damit irgendwas machen kann irgendwann. Wenn das jemand weiß, nichts sagen.
Bestimmt kann man da irgendwie ein Opfer bringen oder so später. Na gut, jetzt haben wir einen ganz schönen Weg zu laufen und zu fahren. Aber ich freue mich so sehr, mal eine Insel gefunden zu haben, weil ich das immer für ein Gerücht gehalten hatte. Oh, es ist dunkel geworden. So schnell geht's. Ich habe das immer für ein Gerücht gehalten. Ich dachte immer, dass es gibt keine Inseln und dass man wirklich einfach nur im Wasser spielen kann. Aber ich habe wirklich zwei Beine, die funktionieren. Die ich sogar angucken kann. Und mit denen ich laufen kann. Also das ist wirklich toll. Ich habe Angst, hier reinzuhüpfen. So. Ja, dann schwimme ich nach Hause. Freunde. Das ist cool, dass wir ein paar Samen haben. Dann können wir das nämlich irgendwo mal anpflanzen. Aber warum sind wir jetzt da hin? Achso, ja, wegen dem Dings da, wegen dem PGA oder was auch immer da gefunden haben. Ja. Genau. Ja, nächste Woche geht's weiter. Da bauen wir dann mit dem Konstruktionstool unsere Base mal weiter. Dass wir auch wirklich da drin dann unseren Schrank hinstellen und so. Wenn wir das nicht mal alles draußen lagern müssen. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es dabei ist, lasst ein kleines Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace over out. Gehabt euch wohl. Ich hab euch lieb. Pipapo. Tschüss.